Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith bei die Version, die ich jetzt vorlese, bei Abu Dawud, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, über den Dajjal gesprochen hat, über den verrückten Messias, den falschen Messias, über den lügnerischen Messias, al-Dajjal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum. Also, wenn der Dajjal auftaucht, während ich noch unter euch anwesend bin, o ihr Muslime, dann werde ich mich ihm annehmen oder mit ihm anlegen und ihr braucht euch dann nicht darum zu kümmern. Okay, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wallahu khalifati ala kulli Muslim. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn er allerdings auftaucht, während ich nicht mehr unter euch anwesend bin, dann ist jeder auf sich selbst gestellt und sinngemäß, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er jedem Muslim beisteht. Und wir wissen jetzt mit Gewissheit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, während der Messias ad-Dajjal nicht aufgetaucht ist. Klammer auf, Klammer zu, zumindest nicht in dem Sinne, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemeint hat. Denn es ist eine bekannte Geschichte geschehen. Vielleicht schweift das ein bisschen ab von dem, was wir machen wollten. Aber schadet nicht unbedingt, weil man das vielleicht nicht überall immer hört oder liest und sagt. Und zwar, es gibt einen Mann oder einen kleinen Jungen, der anwesend war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und der hieß Ibn Sayyad. Und über den werden wir gleich noch reden. Das war ein Junge, der irgendwann älter geworden ist und die Zeit nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit noch miterlebt hat und irgendwann dann verschwunden ist. Irgendwann dann verschwunden ist. Wir sagen jetzt nicht gestorben, weil wenn er gestorben wäre, dann wäre diese Thematik nicht mehr so interessant. Aber wir sagen einfach mal, er ist verschwunden. Gleich kehren wir zu diesem Thema zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn der Dajjal auftaucht, während ich unter euch anwesend bin, dann werde ich mich seiner Sache annehmen und ihr braucht euch darum nicht zu kümmern. Aber wenn er auftaucht, während ich nicht mehr da bin, was ja jetzt tatsächlich der Fall ist, dann ist jeder Mensch auf sich selbst gestellt. Und ich bitte Allah darum, dass er jedem Muslim beisteht. Wer ihn von euch trifft, weil nicht jeder muss ihn treffen. Die Menschen haben jetzt 1000, sage ich mal, nach dem Prophet 1400 Jahre ungefähr gelebt und der Dajjal ist nicht aufgetaucht. Diese Menschen sind dieser größten Fitna aus dem Weg gegangen, Alhamdulillah. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer diesen Menschen antrifft, den Dajjal, der soll ihm die ersten Verse von Surat al-Kahf vorlesen. Das ist der Schutz vor ihm. Und deswegen sollte man Surat al-Kahf auswendig lernen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also dass das eben ein Schutz für den Menschen ist vor dem Dajjal. Dann sagten sie, die Sahaba, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wama labthuhu fil ard? Wie lange wird er denn auf der Erde verweilen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Arba'una yawma, 40 Tage lang. Ein Tag wird so lang sein wie ein Jahr. Der zweite Tag wird so lang sein wie ein Monat. Der nächste Tag wird so lang sein wie ein Freitag. Und die restlichen Tage werden so lange sein wie die gewohnten Tage, die wir kennen. Die Sahaba radiallahu anhu machten sich als erstes Sorge um was? Sie sagten: O Gesandter Allahs, هذا اليوم الذي كسنا أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة. O Gesandter Allahs, der Tag, der so lang sein wird wie ein ganzes Jahr, genügt es uns darin, so viele Gebete zu verrichten, wie wir normalerweise innerhalb von 24 Stunden verrichten? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La, uqduru lahu qadra. Er sagte: Nein, sondern schätzt ab. Schätzt ab, das bedeutet, wir müssen dann trotzdem in dieser Zeit, in diesen 24 Stunden, 5 Gebete verrichtet haben. Und in den nächsten 24 Stunden 5 Gebete verrichtet haben. Also ist es tatsächlich, als hätten wir ein ganz normales Jahr lang gebetet, obwohl die Sonne nur einen Tag lang, nur einmal auf und unter gegangen ist. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das, was uns jetzt hauptsächlich in dieser Thematik interessiert: ثم ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Dann wird Isa, der Sohn der Maria, bei der weißen Minarette im Osten von Damaskus hinabsteigen. Dann wird er ihn erwischen am Tor von Lut. Das ist ein Name von einem Tor. Also er wird den Dajjal dort erwischen. Isa wird ihn dort erwischen und wird ihn dort umbringen. Okay, warum habe ich vorhin gesagt,
dass der Prophet gesagt hat, die Unterscheidung gemacht hat, ob der Dajjal auftaucht, während er noch anwesend ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder danach. Und dann habe ich gesagt, anscheinend ist er nicht aufgetaucht, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam anwesend war. Gemeint ist aber diese große Fitna. Der Dajjal war nicht da als eines der großen 10 Zeichen, als eines der Vorboten, der großen Vorboten des jüngsten Gerichtes, des jüngsten Tages, von Yawm al-Qiyamah. Dass der Dajjal auf der Erde anwesend war, damals, heute und die ganze Zeit, das wissen wir. Das wissen wir, weil in Sahih Muslim Tamim al-Dari, radiallahu anhu ardah, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt hat, dass er den Dajjal gesehen hat, als er ein Christ war. Und die Geschichte ist authentisch überliefert, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Sondern was uns auch noch interessiert ist, eine andere Angelegenheit, und zwar gibt es eine Begebenheit, die sich ereignet hat, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und zwar gab es einen jüdischen Jungen, und man sagt, er war einer von den Ansar, also von dem Stamm der Ansar, also wo die Ansar herkommen, meine ich. Und dieser, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, war dieser Mensch da, als war ein kleiner Junge, der fast schon Balig geworden ist, also fast schon reif geworden, islamisch gesehen reif geworden ist, aber war noch jünger als das. Und die Geschichte wird uns erzählt von Ibn Umar, radiallahu anhu, und er überliefert über seinen Vater, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Und der Hadith ist also bei al-Bukhari, also ist eine bekannte Geschichte. Und zwar sagte Umar, dass er selbst mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal unterwegs war, in Richtung eine Gruppe von Menschen, und unter ihnen war dieser kleine Junge, Ibn Sayyad, so heißt er. Ja? Und sie haben ihn dort vorgefunden, den Jungen, wie er mit anderen Jungen zusammen spielt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann diesen Jungen angesprochen, Ibn Sayyad angesprochen, der ein jüdischer Junge. Ja? Er sagte zu ihm, Tashhad anni Rasulullah, bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Dann hat Ibn Sayyad den Propheten sallallahu alaihi wasallam angeschaut und gesagt, Ashhadu annaka Rasulul Ummiyin. Ich bezeuge, dass du der Gesandte derjenigen bist, die nicht lesen und schreiben können. Und dann sagte Ibn Sayyad zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Atashhad anni Rasulullah? Bezeugst du, dass ich der Gesandte Allahs bin? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich geweigert, das zu bezeugen. Und er sagte, Amantu billahi wa bi rusulihi. Ich glaube an Allah und an einen Gesandten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also er weigert, dass er ein Gesandter Gottes sein soll, dieser kleine Junge. Was aber seltsam ist an der Geschichte natürlich, das ist ein kleiner Junge. Das ist also nicht irgendein Erwachsener, der da redet. فقال له ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. Also, dieser Ibn Sayyad, der war ein Wahrsager. Der war ein Wahrsager. Und er sagte, dass er, wie heißt es, also Wahrsagerei betreibt. Dieser Ibn Sayyad, dass er Wahrsagerei betreibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, Inni qad khabba'tu laka khabi'an. Das heißt, ich habe etwas versteckt. Ja? Der Prophet sagt zu ihm, ich habe etwas versteckt. Faqala ibn Sayyad, huwa ad-dukh. Was ist ad-dukh auf Deutsch? Allahu a'lam. Irgendetwas versteckt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikhsa' falan ta'dwa qadrak. Also, er sagt es eben so etwas wie verschwind, denn also anscheinend hat er die Wahrheit gesprochen, hat er ihm das gesagt, dass er tatsächlich versteckt hat, aber die Frage ist, wie hat er das gewusst? Er ist ein Wahrsager, die Wahrsager haben zu tun mit Djinn und was weiß ich alles. Und dann sagte Umar als Antwort darauf, Da'ni ya Rasulallah, adrib unuqah, O Gesandte Allahs, lass mich ihn umbringen, lass mich ihn auf seinen Nacken schlagen, mit seinem Schwert auf den Nacken schlagen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der Punkt, worum es überhaupt jetzt geht, in yakunhu falan tusallat alayhi.
Wenn er es wirklich ist, dann wirst du nicht ihn umbringen können. Gemeint ist, wenn er tatsächlich der Dajjal ist, dann wirst du ihn nicht umbringen können. Denn der Prophet ist hingegangen, das ist der Sinn der Geschichte.